Junkfoodtaster.com, your daily junk food videos. I'm starting off in German. Ich habe ergattert im Supermarkt, im Netto, die Bananenschnitte von einer Firma namens Jomo, der Kuchenbäcker. So, da ist ein Backofen mitten in der Tundra. Ach, okay, und da hat er also diese Bananenschnitten gebacken. Bin mal echt gespannt. Ja, habe ich eigentlich noch gar nicht. Was wollte ich sagen? Ich habe noch gar kein Produkt dieser Klasse gekostet, verkostet, gezeigt. Noch immer Zutatenliste, kann man nicht lesen. Okay. Und dann hier Fett, 14 Gramm Eiweiß, 4,3 Gramm Zucker, 37. Ja, viel Zucker ist drin, werden wir ja gleich alles sehen. Ja, habe ich gekauft im Netto. Ich weiß gar nicht, wie viele Supermärkte Jomo beliefert. Habe ich auch nie gehört vorher, die Marke Jomo, der Kuchenbäcker. Keine Ahnung. Ja, kommt auf so einen, auf so einen Papphalter. 3 Stück sind's. Ach nee, das klebt, das ist 1 Stück. Okay, haben sie mich schon verarscht, das ist 1 Kuchen. Ich dachte, das wären 3 Kuchen, weil das so aussah. Okay. Aber das heißt doch Bananenschnitten. Nee, Schnitte. Ja. Ja, so leicht bin ich zu verarschen. Am besten das Video zurückspulen und gucken, ob ich Schnitte oder Schnitten gesagt habe. Ja, jetzt wird es hier jetzt werden es aber Schnitten hier. Eieiei, das sieht ja lecker aus hier. Da geht einem ja das Herz auf. Ja, wie man sieht, 3 Kuchenschichten, sehr weich. Und dazwischen halt die Banane. Jetzt werde ich es mal kosten. Ach ja, ich muss euch ja noch mehr von meinen Schneidtechniken zeigen. I always cut stuff, ne? So, jetzt habe ich es hier nochmal zerschnitten. Und jetzt zerschneide ich nochmal so eine Bananenschicht hier. Seht ihr? Hier, die fällt gleich auseinander. Und jetzt habt ihr sozusagen die maximale Schneidinformation von mir bekommen. So seht ihr es vielleicht niemals, selbst wenn ihr es selber kauft und esst. Ja, die Banane, das sieht man ja auch hier. Die ist eher so sirupartig. Schmeckt sehr gut, muss ich sagen. Ja. Super weiß. Also fast wie so ein überdimensionaler Jaffa-Cake. Sehr schön. Hat der Jomo gut gemacht. So, I just ordered a giant banana sandwich made by a baker called Jomo. And this, isn't this the Austrian flag here? The banana sandwich, as you can see, is made from very soft cake. Yeah, Jomo is from Austria. Okay. And yeah, you have a delicious filling here, a cream/banana filling. Tastes very good. Super soft, super big sandwich, probably the biggest banana sandwich in the world. It's like a big Jaffa cake, very super delicious. The banana is more like a banana jelly, but it's fine. It's good stuff. So, thanks for watching. And if you want to have permanent
Yeah, I'm uploading all the time basically. Then please subscribe and you get, yeah, you will receive junk food updates. I do like, I think today I'm doing 8 videos. Okay, thanks for watching.